Brüssel. Hier wimmelt es von europäischen Behörden. Diese ist neu. Es ist die übernationale Vereinigung der Sicherheitsorgane der europäischen Staaten. Europol. Die Unterwelt kennt längst keine Grenzen mehr. Und entwickelt ständig neue Methoden. Leider. So kommt es immer wieder zu Verbrechen, gegen die die üblichen Methoden der Polizei nicht die rechten Mittel sind. Für solche Fälle hat sich Europol nicht gerade alltägliche Mitarbeiter herangezogen. Unkonventionelle Mitarbeiter mit unkonventionellen Methoden. Zum Beispiel uns. Biggie. Conny. Und unser Boss ist eine Dame. Sie heißt Sir. S wie Sicherheit. I wie Information. R wie Recht. Sage ich allem Weltlichen und ziehe mich in die schweigende Geborgenheit des Klosters zurück. Ich bitte, keine Nachforschungen anzustellen. Ich bitte jeden Versuch, mich umzustimmen, zu unterlassen. Marco Trofoni. Ein einsamer Entschluss. Warum respektieren wir ihn nicht? Europol vermutet, dass sein Entschluss nicht ganz freiwillig war. Mit Marco Trofoni verschwindet auch sein einmaliges Wissen um verborgene Kirchenkunst. Eine Ausstellung, die er für den Eucharistischen Kongress vorbereitete, ist damit in Frage gestellt. Gut und schön, aber ich finde, dass das eine rein innerkirchliche Angelegenheit ist. Was berechtigt unseren Einsatz, Sir? Du hast wohl was Besseres vor, Conny. Immerhin geht's nach Italien. Es geht um abendländisches Kulturgut, Conny. Aber warum schickt man ausgerechnet Frauen, um Mönchsklöster nach Verschwundenen zu durchstöbern? Keine Sorge, Conny. Euer Einlassbegehren wird ganz plausibel klingen. Klöster in 3 Tagen. Mönche, Mönche, Mönche. Wenn es dir nicht schnell genug ist, warum haben wir nicht den 6-Zylinder genommen? Vergiss nicht, wir sind arme Kunststudentinnen. Die Armut hat auch irgendwo ihre Grenzen. Och, dieser dämliche Vergaser. Es sind die Kerzen, Biggie. Bitte, es sind die Kerzen, wenn du immer alles besser weißt. Ich gehe zum nächsten Telefon. Bring, was du trinken willst. Selbstverständlich, gnädige Frau. Grüß Gott, ehrwürdige Schwester. Ich bin Kunststudentin an der Universität Rom, Schülerin des berühmten Marco Trofoni. Ich assistiere ihm bei den Vorbereitungen zum Eucharistischen Kongress. Die Ausstellung Kirchenkunst im ersten christlichen Jahrtausend. Sie wissen sicher schon Bescheid, ehrwürdige Schwester. Ich weiß gar nichts. Und außerdem bin ich nicht deine ehrwürdige Schwester. Das Stück geht nicht eher raus, bis unser neuer Mitarbeiter es freigegeben hat und die Expertise dazu geschrieben. Wie lange muss er denn noch schmachten? Er ist bald weich.
Trofoni, hören Sie! Trofoni, was hat es mit dieser Kleinen hier auf sich? Sie behauptet, Ihnen bei der Ausstellung zu helfen. Na schön, Sie sind noch nicht geläutert. Die strengen Regeln des Fastens, die Züchtigung der wilden Fleischeslust, Enthaltsamkeit. Sie haben sich noch nicht genug darin geübt. Oder schon zu lange? Sind Sie wirklich so schwach gebaut? Wollen Sie reden? Los, Schwester Theresa, bring ihm was zu essen und zu trinken. Ich will nur noch fliegende Sandalen sehen. Schwester Porperia, ich kann mir nicht denken, dass unser Besuch alleine und zu Fuß hier bei uns hereingestolpert ist und so verdächtig zielstrebig. Sieh dir mal die Gegend an. Sir, ich habe alles abgesucht. Sie muss im Kloster sein. Und wie die Sache aussieht, kommt Biggie nicht raus und ich nicht rein. Jedenfalls nicht auf normalem Weg. Wir sind doch nicht im Mittelalter, wo Klostermauern unüberwindliche Hindernisse waren. Okay, Sir, ich mache mich in den Weinberg. Wie bitte? Ich wollte sagen, ich suche weiter. Passiert. Ich denke, du wolltest telefonieren. Die Nonnen sind falsch, Conny. Ich... Steinschlag. Sir? Ja, Conny? Ich habe Biggie gefunden. Sie gibt Bericht. Bitte leise sprechen. Schon verstanden. Den hatten sie schon ganz schön weich gemacht. Arbeitet Trofoni mit den Verbrechern zusammen? Ja, er war nahe dran umzufallen. Aber dann hat er mit Speis und Trank und einer Überredungskunst wieder Standfestigkeit gewonnen. Warum haben sie ihn gekidnappt? Er muss für die alte Expertisen ausstellen. Gutachten für die Fälschung. Für welche alte? Sieht so aus, als ob der Boss hier eine Frau ist. Das gibt's, Sir. Hey, Conny, pass auf, hinter dir schlechter Papageierschnabel. Wer? Das ist die Schwester, die mir vorhin den Hammer verpasst hat. Nichts als Troubles. Flossen hoch und Schnauze! Wie Sie wollen. Sagen Sie mal, leben alle Nonnen auf so großem Fuß?
Mein Gott, sind das Latschen. Da stecken doch sicher ungeheure Stacheldraht und Säbelbeine drin, was, Schwester? Stopp! Sonst stopfe ich dir das Maul mit meiner Trompete! Conny, was ist los? Und wer ist tapfer Geierschnabel? Conny! Na, Schwester, darf ich beim Laden helfen? Schlaf gut. Bis später! Ihr beide seid also kein Gespann. Ich möchte erst recht nicht, dass ihr eins werdet. Hören Sie, Seien Sie doch ganz ruhig. Von Ihnen will ich nichts anderes hören, als wo und wie ich an die unbekannten Meisterwerke für die Ausstellung komme. Dazu Ihre Unterschrift unter einige Beglaubigungen, Professor. Ab in den Keller. Sie brauchen gar nicht so ein Wirbelchen zu machen. Sie können mich nicht mürbe hungern. Die Dame wird Ihnen die Polizei auf den Hals setzen. Schwachkopf. Okay, Monsieur Lau. Dann müssen wir die Form meiner Mitarbeit bei Europol eben neu überdenken. Ich fahre. Sie fahren nicht. Sie bleiben hier. Schließlich haben Sie noch 6 andere Teams im Einsatz. Und ich kann mir keinen Stellvertreter für Sie aus den Rippen schneiden. Das Letzte, was ich von den beiden gehört habe, war ein Schuss und seitdem Funkstille. Ich fahre, Monsieur Lau. Dann sind Sie offiziell entlassen. Wegen Insubordination. Ich könnte krank werden. Oder ich könnte Urlaub nehmen. Okay, Sir, Sie haben Urlaub. Unbezahlten Urlaub allerdings. Also, um euch zu helfen, lasse ich mir von dir ja vieles sagen. Aber was ich für Schuhe anziehen soll, übrigens hättest du auch etwas sparsamer sein können. Was soll denn der große Wagen? Du weißt doch, dass ich hier auf eigene Rechnung bin. Tut mir leid, ehrwürdige Mutter, aber in Ihrer Position reist man nun mal nicht unter 6 Zylindern. Auf alle Fälle werde ich einige Verwirrung stiften. Ich habe meine Bedenken. Sie wissen, die Krokopümps. Sind Sie so sattelfest in den Ordensregeln, Sir? Genug, um diesen seltsamen Orden einer höchstamtlichen Inspektion zu unterziehen. Umdenken. Ist der Heilige eigentlich echt? Sankt Anton? Natürlich. Oder dachtest du, das bischöfliche Ordinariat gibt uns eine Fälschung? Nein, nein. Die Fälschung sollen uns die bösen Schwestern machen. Prima Idee. Und wie finden wir die Schwestern? Ganz einfach. Irgendwo müssen sie ihre Produkte ja absetzen. Verstehe. Und was schätzen Sie, Sir? Wie viele Antiquitätenläden gibt es in dieser Gegend? Mrs. Henderson, bitte, womit kann ich dienen? St. Anton und St. Rudolf waren Zwillingsbrüder. Das ist St. Anton. Ich muss St. Rudolf haben. Ich bedauere Mrs. Henderson. Sie bedauern gar nichts. Professor Truffoni beweist in seinem Standardwerk Mythos der Reliquie und Sakralkunst in Latiens Klöstern. Es gibt ein Gegenstück zu St. Anton. Besorgen Sie es uns, Geld spielt keine Rolle. In 3 Tagen müssen wir zurück sein in Simpleton, Texas. Tut mir leid, ich kann nicht hexen. Sie werden hexen. Für 100.000 Dollar sind schon andere als Sie zum Zauberer geworden. Ich habe Mrs. Miller auf der Fiesta in Pamplona getroffen. Sie haben ihr in nur 2 Tagen einen sehr niedlichen Beichtstuhl beschafft. Für lausige 48.000 Dollar. Gut, Mrs. Henderson. Lassen Sie St. Anton hier. Wir besorgen Ihnen das Gegenstück. Okay. Aber nur gegen Quittung. Selbstverständlich. Sind Sie wirklich überzeugt?
überzeugt, dass wir damit am Ball sind. Der einzige Konzender, der darauf eingesprungen ist. Wir haben es ja schließlich vor einigen versucht. Oh ja, 38 Läden in 3 Tagen. Geben Sie es auf, hier ist kein Rauskommen. In diesem Keller sind allein 6 Liebhaber der Lucrezia Borgia verschmachtelt. Die werden auch ganz schön von Kräften gewesen sein. Aber ich habe 3 Jahre auf Ausbruch trainiert. Trotzdem, Sie können mir glauben. Ich kann mich doch wohl in meinen eigenen 4 Wänden rauskennen. Ich habe dieses Kastell. Psst. Noch auf. St. Anton vom Rivoli. Wie haben Sie ihn gestohlen? Danke, das genügt. Was? Sie haben den Heiligen über Land transportiert? Meinen St. Anton? Sie sind wohl als Junge vom Pony gefallen. Ich will heute nach Texas zurückfliegen und will die Zwillinge mitnehmen. St. Rudolf ist noch in Arbeit. Ich rufe sofort an, ich lasse ihn bringen. Da haben wir doch nicht die Bohne davon, da wissen wir doch immer. Sie sind aber ganz schön optimistisch. Wenn ich mich auf etwas verlassen kann, sind meine Ohren. Komm. Unterschreiben Sie. Nein. Na, verflucht, was ist denn nur mit Ihnen? Sie waren doch auf dem direkten Pfade zur Vernunft. Und zu einer zukunftsträchtigen Zusammenarbeit. Ich unterschreibe nicht. Sehen Sie doch eines. Es hat nie einen St. Rudolf gegeben, folglich auch kein Gegenstück zu St. Anton. Wenn Sie das auf den Markt lassen, platzt Ihr übler Schwindel in kürzester Zeit, sogar auf dem Schwarzmarkt. Davor ist mir nicht bange, Professor. Überlegen Sie, ob Sie die Expertise unterschreiben. Sie können sogar voll bei mir einsteigen. Ich nehme Sie auch nach Ecuador. Oder aber, Sie kennen sich ja in der Geschichte dieses ehrwürdigen Gemäuers aus. Professor, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Die nehmen doch beim Schwimmen keinen Ballast mit, auch wenn sie in Schönschrift unterschreiben. Ich will hier nicht zu Tode schmachten. Wer will das schon? Ich hoffe, Sir, die frommen Damen sind nicht schon wieder auf der nächsten Prozession. Wir werden sehen. Und dieser Schuppen soll Trofoni gehören? Laut Oberpostdirektion. Jedenfalls ist hier der Anschluss, mit dem der Kunsthändler telefoniert hat. Wir haben es eben mit einer besonders cleveren Konkurrenz zu tun. Dann schlage ich vor, wir marschieren getrennt. Okay, Conny. Carla! Carla, komm mal! Es muss Mrs. Henderson sein. Woher weißt du, dass wir hier sind? Der alte Idiot kann nicht meine Telefonnummer geheim halten. Tante ist so hirnrissig, 100.000 zu bezahlen, dann können wir hier abhauen. Oder das Weib macht Stunk. Dann schicke ich sie zu Trofoni in den Keller. Guido, hol sie rauf. Los, Theresa, bring die anderen auf Trab. Zieht euch erst was Anständiges an! Thank you.
Mrs. Henderson? Ja. Sei im Namen des Herrn, nur schweren Herzens. 100.000 Dollar. 100.000 Dollar für die armen Heidenkinder in Ecuador, für unsere Mission. Das macht es mir leichter. Wenn ich die Expertise von Professor Trofoni bekomme, selbstverständlich. Schwester Pauperia, Sie zahlen mit Scheck? Sie können beruhigt sein, Mutter Oberin. Meine Schecks sind durch 4000 Quadratmeilen Prärie, 85.000 Stück Rind und 18 Ölquellen gedeckt. Schluss mit der Maskerade, Signora Mortala. Ich verfolge Sie schon seit Jahren. Hören Sie, ich bin als Äbtissin diesen ungebührlichen Ton... Ich kenne Sie besser als alle Polizei. Sie? Polizei? Sie Dreckige! Schlucken Sie den ungebührlichen Fluch herunter. Ich habe von Ihren Absatzbewegungen nach Ecuador gehört. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, das ist mein Gebiet. Ich habe einen Ruf, als Wissenschaftler zu verteidigen. Dieser Schwindel nur über meine Leiche. Was Sie können, kann ich schon lange. Ja, dieser St. Anton kommt aus meiner Werkstatt in Peru. Frage. Wollen Sie Kampf bis aufs Messer oder wollen wir uns auf unsere alten Tage zusammentun, Schwester? Jetzt brauche ich erst mal einen Schnaps. Ehrwürdige Schwester. Oh! Au! Tapfer, Professor, und tapfer bleiben. Los, Conny, da sind noch mehr! Einigkeit macht stark. Ich könnte mir vorstellen, wir passen sehr gut zusammen. Auf das Gegenstück. Ich habe es mir überlegt. Ich glaube, wir passen doch nicht zusammen. Sir? Zu spät, Conny. Du kannst dich wieder umziehen. Wo ist Biggie? Schon da, Sir. Schön, Sie wiederzusehen. Und was ist mit Trofoni? Er spielt Gefängniswärter. Man sollte ihn möglichst bald von Profis ablösen lassen. Bevor Trofoni doch noch schwach wird. Der wird nicht mehr schwach. Ich hatte Zeit genug, ihn auf Härte zu trainieren.